Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meiner Mission der Mini-Quests. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes vor. Wir gucken erstmal ganz kurz in ein bestimmtes Reich. Wieso kann ich das nicht mehr nutzen? Ja gut, dann anders. Nicht rasten, reisen. Also, der große Braunbär musste irgendwo hier sein. Irgendwo. Inneres Heiligtum. Eigentlich müsste ich hier den kompletten Weg einmal... Wisst ihr was? Ich laufe den kompletten Weg mal lang und suche ihn. Ach, guck mal, da liegt noch was. Kügelchen. So, ich bin jetzt ja einmal durchgelaufen, habe die ganzen Anlagen angeguckt, sagen wir es mal so, aber er war hier nirgendwo zu sehen. Wo ich noch denken würde, wo er ist, ist halt hier in der Hallen der Illusion. Es heißt ja, die verschwinden, wie stand das da drin? Der in Fortgezauberte kann leicht zurückkehren. Das heißt jedoch mal, dass man nur einmal zurückkehren kann. Beim zweiten Mal gibt es keine Rückkehr. Also eventuell wird er irgendwo nochmal auftauchen. Hey, guck mal. Hier, der Hans-Dieter ist nicht mehr da. Ah, ich glaube aber nicht, dass unser großer Freund hier irgendwo ist und jetzt meditiert. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja, hier ist eine Glocke. Na schade, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir ihn irgendwo wieder sehen werden. Ich weiß nur nicht wo. Und dann können wir ihm sagen, hey, mein großer Freund, wir haben eine Aufgabe für dich. Davon bin ich fest überzeugt. Aber gut, vielleicht finden wir ihn irgendwie random. Aber es hieß in der ersten Beschreibung, dass sie halt... Ach, da ist er doch! Hallo, mein Freund. Nein, nein, das ist nicht wahr. Dieser Kerl, ich weiß, er sieht etwas verschlagen aus. Aber er ist ein guter Mann. Kotaro. Oh, ihr seid es. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Seht alle her, der Shinobi ist auch hier. Ah, Kinder, begrüßt ihn anständig. Ach, stimmt. Ihr könnt sie ja nicht sehen, oder? Die Kinder des ewigen Wassers. Ja, ihr könnt sie nicht sehen, aber sie sind hier. Es sind so liebenswerte Kinder. Also dann, ich muss mich bei euch bedanken. Nehmt das. Taro Kaki. Eine auffällig rote Kaki auf dem Höhepunkt ihrer Reife, die Taro Kaki, erhöht für begrenzte Zeit die Erholungsrate und Erhaltung enorm, auch wenn man angreift oder Schaden nimmt. Die Ashina Taro-Truppen wachsen mit diesen Früchten auf und kennen alle den besten Zeitpunkt, um sie zu pflücken. Ich danke euch wirklich sehr. Mir nicht? Was ist los? Die Kinder bedanken sich auch. Sie sind so liebenswert. Okay. Was ist los? Kann ich ihn nochmal verschwinden lassen? Nein, schade. Aber der ist cool. Ich habe ihn gefunden. Schade, ich dachte, ich kann ihn jetzt überreden. Was ist los? Ach, da ist der Kollege. Warum seid ihr zurückgekehrt? Kotaro und ich wünschen, nicht gestört zu werden. Ich bitte euch zu gehen. Leise. Warum seid... Okay, der ist nicht so wirklich glücklich darüber, dass wir wieder hier sind, aber wir haben es geschafft. Wir haben ihn gefunden. Oh, ich war alles kaputt. Du willst es leise? Ha? Du willst es leise? Hier. Zieh's dir rein. Nerv ich dich? Warum Scott? Naja. Kotaro, war schön mit dir. Vielleicht gibt's noch mal irgendwas mit dir. Wir werden auf jeden Fall noch mal vorbeischauen. So. Der nächste Stop.
Aber erst sprechen wir mit ihr. Nochmal. Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Um Reis bitten. Shinobi des göttlichen Erben, dieses Mal ist der Reis gut gediehen. Und jetzt streck deine Hand aus. Ja. Segnet uns mit einer reichen Ernte. Reis. Vielen Dank. Dieser Reis ist kostbar. Komm einfach wieder, wenn du mehr willst. Wenn es denn fertig ist. Leb wohl, mögen die Ernten. So, falls wir nochmal so einer Oma begegnen, wir haben Reis. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwo noch eine Oma war, die Reis wollte. Waren das nicht drei Omas? Naja. Jedenfalls gilt es jetzt. Wo wollte ich jetzt hin? Verlies. Genau, ins Verlies. Ach, guck mal, da liegt sogar noch Loot. Ich habe hier Loot vergessen. Ach, verdammt. Na super. Weißt du, da läuft das schon so langsam auf mich zu. Und dann die Scheiße. Weg mit dir. Alles klar. Wir überleben nur einen. Und du bist nicht am Leben? Streckst dir nur deinen Arsch hin. So, ich habe mehr als genug Punkte. Beruhigungsmittel. Alles klar. Und zwar geht es um diesen Dude. Wir hatten einmal eine Nachricht bekommen. Ein abgenutzter, blutbefleckter Brief von Dosaku, dem Chirurgen im verlassenen Verlies, benötigt einen kräftigen Mann, vorzugsweise ein starker Samurai oder ein junger, großer Soldat, etwa ein Mitglied der Taro-Truppe, muss unversehrt geliefert werden. Was heißt unversehrt? Guck mal, da ist Loot drin, der lässt uns dann rein. Okay, Frage ist, wo finden wir hier einen in der Nähe? Wir müssen hier erstmal die Gegend abchecken. So, du bist der Einzige, den ich noch mitnehmen könnte, ne? Komm mit, mein Freund. Na, du bist ja auch kein Soldat, du bist eher so ein gigantischer, großer Typi. Ah, ich hab gerastet. Kann ich nicht einfach den hier bringen? Weil der andere kommt nicht weiter. Jetzt hofft er mit. Okay, ich muss ihn noch einmal töten. Ach. Versuchen wir uns mal anzuschleichen. Falls das überhaupt bei denen geht. Ja, doch geht. Versuchen wir es nochmal mit dir. Ansonsten wüsste ich halt nicht, was man noch nehmen könnte. Willst du den? Mein lieber Shinobi, die Details befinden sich in Anbetracht. Mein lieber Shinobi, in Existiert hier vielleicht irgendwo noch ein Weg, wo ein Soldat rumhängt? Hier liegen die Vasallen des Ashina-Clans. Ach, der Dude. Ich könnte versuchen, mich mal mit dem anzulegen. Ich weiß aber nicht, wie weit ich komme. Beruhigungsmittel. Auf geht's. Kannst doch nicht in seine Nähe. Ernsthaft? Wie
Ich meine, rein theoretisch ging ja, wenn man ständig ausweicht. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er sich wehrt. Jetzt macht er wieder seinen Hokuspokus. Ah. Au. Oh Gott, nein. Ah, ich darf nicht getroffen werden. Ah. Alles klar. Kannst du mal aufhören, da hinten in der Ecke rumzugammeln? Oh, vielleicht kannst du auch da bleiben. Na, wie hole ich ihn jetzt? Ey, ich hab doch abgeblockt. Au. Oh Gott, ich bin fast tot. Was ist, wenn ich den hier mal einsetze? Aber das bringt halt nicht viel. Und ich kann das ja nicht unendlich machen. Und auch nicht immer. Nein. Ich möchte gerne was probieren. Ja, es macht auch ein bisschen Schaden. Hohoho. Nein. Scheiße. Ah, muss echt auf die Großen aufpassen. Die Kleinen sind nicht so das Problem. Oh, Grauen? Achso. Ah. Das ist natürlich jetzt kacke, dass ich jetzt da liege. Ja, ich hätte besser aufpassen sollen. Okay, da kommt wieder ein großer. Woo!
Ah, shit. Oh, ich hatte ihn gerade. Ja, mach doch. Können wir uns wenigstens mal die zweite Phase angucken. Hey, ist unsichtbar. Holy shit. Ich auch nicht rein. Hm. Ja, ich habe auch keine Heilung mehr. Au. Ich komme wieder. Ich habe doch abgeblockt. Aber es geht. Ich habe noch eine Theorie. Okay, wir haben in unserem Inventar einige kleine Sachen. Was haben wir denn so Schönes zur Verfügung? Erhöht kurz Schaden an Haltung und Vitalität. Ein Konfekt aus Senpo-Tempel von Ungo gesegnet, weil war, okay. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung. Es macht lautlos. So kann ich ihn nicht erwischen, oder? Ich probiere es mal kurz. Aber zeitgleich möchte ich die anderen Sachen auch probieren. Und zwar haben wir hier noch göttliches Konfetti. Und zeitgleich noch Arkos-Konfekt. Oh, ich bin nicht mehr unsichtbar. Oh, ich bin nicht mehr unsichtbar. Na, egal. Er ist unsichtbar geworden. Warum? Shit. Ich hab dich gleich. Ah, jetzt wird er unsichtbar, ey. Shit. Aber es ist gut. Es ist gut. So, das war eins. Direkt mal nochmal göttliches Konfetti. Wo ist der Anzi da? Da kommt er. Okay, da ist er wieder weg. Scheiße, wo ist er? Bullshit. Okay, ich nutze die Zeit. Obwohl, der ist jetzt sowieso fast hinüber, ne? Oh, ich hab ihn! Oh, Zeremonientanto. Dolch mit blendend weißer Klinge und Griff kann Vitalität in Geistembleme umwandeln.
Rasten füllt die Ladung wieder auf. Ursprünglich wurde dieses Tanto bei einem rituellen Opfer an den Drachen benutzt, bei dem ein Emblem aus der eigenen Lebenskraft geschnitten und auf dem Urquellwasser treiben gelassen wurde. In die Klinge ist ein wahrer Name eingraviert. Ergebene Seele. Ein Dolch mit lendenweißer Klinge und Griff kann Vitalität in Geistembleme umwandeln. Das ist cool. Auch wenn ich es nicht brauche. So, ist das jetzt die andere Seite oder ist das die Seite, wo wir herkommen? Das ist die Seite, wo wir herkommen. Weil da gab es ja noch eine andere Seite. Ich bin so glücklich, dass der weg ist. Und der war jetzt gar nicht mehr so schwer mit dem Ding. Also ist die Beschreibung wirklich für den Arsch. Na komm, was ist hier? Oh, die andere Seite, oder was? Wo bin ich jetzt? Bodenloses Loch. Achso, hier bin ich. Aha, hier bin ich ja dran vorbeigelaufen. Ich muss ihr folgen, diese Melodie. Ich bin sicher, dass sie nach mir ruft. Wie kann ich ihr folgen? Shinobi, was denkt ihr? Zum verlassenen Verlies locken. Versucht es im verlassenen Verlies. Im Verlies? Nun, wenn die Melodie vom Grunde dieses Lochs kommt, durch das Verlies finde ich vielleicht einen Weg zum Ursprung der Melodie. Ja. Das verlassene Verlies könnte der Weg sein. Ich verstehe. Ich danke euch vielmals. Oh oh, ich glaube, wir haben ihn jetzt auch ausgeliefert, oder? Gucken wir mal. Ah, jetzt müssen wir noch den Kopflosen und den Affen müssen wir noch besiegen. Und ich glaube, den Affen können wir auf die gleiche Art und Weise besiegen. Weil der ist ja auch irgendwo so ein Geistwesen. So ein sterblicher Typi. Ah, nee, hier war er nicht. Hier. Mein lieber Shinobi, ich danke euch, dass ihr mir geholfen habt. In diesem Moment befindet sich die betreffende Person in der chirurgischen Einrichtung des verlassenen Verlieses. Unsere Versuche können nun weitergehen. Ich bin sicher, der Sensei wird sich freuen. Ich möchte euch mit dieser Belohnung danken. Fettwachsklumpen. Ich dachte, du lässt mich hier rein. Da ist doch noch was. Da ist der Kollege. Ich befreie dich. Es wird Zeit, dass auch ich mich zur Einrichtung begebe. Ihr habt eure Rolle, mein Sensei, und... Ich kann ihn töten. Warum? Ihr gegen unsere Forschung? Sensei, bitte helft mir. Ich komme hier trotzdem nicht rein. Scheiße, was habe ich getan? Oh. Oh, jetzt werde ich niemals erfahren. Ja gut, nicht in diesem Run. Ich werde auf jeden Fall noch einen zweiten machen, aber... Ja, schade. Verdammt! Ich kann natürlich jetzt Alt F4 drücken, aber nee, komm. Ich muss mit meinen Entscheidungen leben. Vielleicht war das ja auch die richtige Entscheidung. Ich weiß es nicht. So. Na gut. Ich würde sagen, als nächstes widmen wir uns einfach dem Kopflosen. Und dann schauen wir weiter. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.